So, jetzt kommt ein Mann, der sagt auch hier. Oh, mir geht's gut, ich hab super Musik. Ja. Elton! Hallo, Elton! Tag, Chef! Hallo, Köln! Ich will mal. Wo sitzt der Christian oder der eben das Portemonnaie da vorne hatte? Ja. Darf ich mal bitte das Portemonnaie kurz nur sehen? Nee, nee, das will, ich will nur mal eben gucken. Er hat das nur so aufgemacht? Okay. Na, er hat, glaube ich, einen Führerschein rausgeholt. Ah, siehst du? Aha. Gut. Er muss ja irgendwie drauf kommen, warum auf einmal Geburtsdatum. Und deswegen wollte ich mal gucken, ob vielleicht der Ausweis oder so da zu sehen war. Aber trotzdem, wie kommt der von da hierher? Das ist ja das Entscheidende. Naja, egal. Ja, vielleicht ist das irgendwie so ins Hirn eingepflanzt, weißt du? So mit Elektrosensoren. Ja, aber so Füße kloppen macht ja auch keinen Sinn. Hast du irgendwas, ist dir was aufgefallen? Nee, ich hab's versucht, aber ich hab's nicht entdecken können. Ja, naja, egal. Es gibt Dinge zwischen Himmel und Hölle, die sind unerklärlich. Ja, ne? Wie Joey Kelly zum Beispiel. Wie Joey Kelly zum Beispiel. Ja, du warst ja auch wieder damit dabei bei der Wok-WM. Hättest mich ja sogar beinahe noch überholt. Aber da konnte ich Gott sei Dank noch einen Konter setzen. Aber der überraschende Sieger des Samstags war Joey Kelly im Gurkenanzug. Ja. Das waren A, sehr ästhetische Bilder, die wir Ihnen deswegen nicht vorenthalten möchten, aber auch historische, denn seit 8 Jahren ist es Joey mal wieder gelungen, den Hackelschorsch zu schlagen. Und zum Schluss war es wirklich echt gefährlich, weil die Bahn unglaublich schnell war. Hier vielleicht noch mal für Sie den Sieglauf von Joey Kelly. Auf geht's für Joey Kelly. Joey Kelly in der Bahn. Auch der hat sich das abgeschaut, nimmt die Füße hoch und rettet so vielleicht ein paar Hundertstel Sekunden dort an der Lichtschranke. 1,078 Sekunden. 1,1 Sekunden war der Vorsprung nach dem ersten Lauf. Aber auch er hat die Probleme durch die schneller werdende Bahn. Einschlag auf der rechten Seite dort. Und jetzt geht es in die schwierige S-Kombination. Ausfahrt, viertes S auch wichtig. Er hat sehr, sehr oft die Hände draußen. Will einfach die Fahrlage halten und bekommt hier Probleme. Versucht zwar lang zu bleiben, aus aerodynamischer Sicht sehr, sehr gut. Aber die Bande, die helfen nicht gerade. Wobei 1,3 Sekunden. Und 93,8 Kilometer pro Stunde, etwa die gleiche Geschwindigkeit wie Georg Hackl. Es wird doch noch einmal spannend. Joey Kelly oder Georg Hackl. Es sind nach wie vor 1,4 Sekunden für Joey Kelly. Kann er seinen zweiten Titel holen? Kelly ist unterwegs, der hält die Fahrlage. Unglaublich, was hier passiert. Wird es Joey Kelly sein? Wer wird Bock-Weltmeister? Jawohl! Joey Kelly entthront den Hackl-Schorsch. Für Irland also der Titel, der irre Ire holt hier den Titel, hat die Nerven behalten, obwohl auch er seine Probleme hatte. Durch die schneller werdende Bahn, unglaublich, was der Kelly hier zeigt. Sie haben die Einschläge gesehen, was für ein Rennen, so spannend und so eng war es noch nie. Ja, spektakuläre Bilder von Joey. Aber Glückwunsch, toller 6. Platz. Ja. Nur knapp hinter mir. Für mich war die Bahn dann tatsächlich doch etwas zu schnell. Da bin ich wahrscheinlich doch nicht profihaft genug. Mich hat es ja ganz schön zerrissen. Aber am Anfang war ich auch ziemlich schnell. Ja, du hattest Angst, musst es zugeben. Wenig. Aber es reicht. Ich habe viel mehr Angst vor sowas hier. Da kriege ich Angst.